Ja, schön, dass wir hier heute Morgen wieder so draußen Gottesdienst feiern können. Also es ist echt super, dass wir in diesem Sommer so die Möglichkeit haben, dass wir hierher einfach auf das Gartenbüschel gehen können, uns hier ja, so entspannt treffen können und miteinander wieder Gottesdienst feiern können. Aber ich habe heute Morgen, der erste Satz in meinem Konzept ist, ich finde Kirchengebäude beeindruckend. Auch wenn wir hier draußen sind. Liegt nicht nur daran, dass in Kirchengebäuden aller Regel weniger Stechmücken sind, wie wir hier oben haben. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit Kirchengebäuden, aber mich beeindrucken die. Es sind diese majestätischen Gebäude. Ja, nach der Predigt, wenn du Fragen hast, kannst du... Ganz kurz noch. Ich habe schon mal allein in der Kirche gesungen. Ich bin immer nur in der Kirche allein. Die haben so ein tolle... Ja. Genau, dann geht es dir genauso wie mir. Diese Kirchen, sie strahlen irgendwas total Besonderes aus. Also ich mag diese schlichten, diese kühlen, diese fast ehrfurchtgebietenden Gebäude. Die hohen Türme, die wir sehen, gerade wenn wir unseren Trailer am Anfang laufen haben, der über Ochsenfurt fliegt, die ganzen Kirchtürme, das hat schon was Beeindruckendes. Diese Mauern, diese großen Fenster. Und wenn ich in der Stadt an so einem offenen Kirchengebäude vorbeikomme, da muss ich immer zumindest mal kurz reinspitzen. Ich muss da mal kurz reinschauen, wie es aussieht. Und oh, ich genieße das, da drin zu sein. Diese Kühle, diese Stille, dieses Gebäude, das halt ausstrahlt. Eins meiner Lieblingsgebäude, so viele werden es wahrscheinlich nicht kennen, aber es ist der Dom zu Speyer. Das ist dieser Dom, der fasziniert mich schon seit meiner Kindheit. Weil als Kind haben wir da ganz in der Nähe gewohnt. Ich bin tatsächlich sogar in Speyer geboren. Und da war ich als Kind auch immer wieder in diesem Dom drin. Und der hat mich immer wieder schon als Kind beeindruckt. Er ist deutlich größer wie der Würzburger Dom. Er ist sehr beeindruckend und mächtig. Ich werde immer richtig ehrfürchtig und richtig ruhig, wenn ich mal wieder in dieses gigantische Gotteshaus hineingehe. Ich war erst letztes Jahr wieder da mit einem Freund. Wir haben uns einfach reingesetzt auf die Kirchenbänke und haben das einfach genossen. Diese Stille da drin. Ich bin immer wieder davon beeindruckt, was Menschen für ein gigantisches Monument für ihren Glauben hingestellt haben. Dieser Dom in Speyer, der wurde um das Jahr 1000 erstellt. Zwischenzeitlich wurde er zerstört, er wurde neu aufgebaut, er wurde modernisiert. Und das alles eben auch in Zeiten, in denen es den Menschen wirklich nicht gut ging. Es ging ihnen nicht gut. Es gab Krankheiten, es gab Kriege, Hungersnöte, Pandemien. Die Lebenserwartung damals, die war sehr niedrig. Und trotzdem haben sie Zeit und haben Geld investiert, um dieses Monument für ihren Glauben zu bauen, das uns auch heute immer noch staunen lässt. Was brachte die Menschen denn dazu, so viel zu opfern? Gut, die eine Antwort ist recht einfach. Es ging natürlich um Prestige. Man sagt, dass der Dom zu Speyer mit dem Ziel errichtet wurde, die größte Kirche des Abendlandes zu bauen. Das war das Ziel. Der Kaiser erbaute sich diesen gigantischen Dom als sein eigenes Denkmal. Er verdeutlichte damit, so, hey, ich kann mir das leisten. Aber warum baut er ausgerechnet eine Kirche und nicht ein Schloss? Hätte er wenigstens noch drin wohnen können. Nun, die Religion, die war tief verankert und sie spielte eben eine sehr zentrale Rolle in der damaligen Zeit. Auch die Politik, sie kam eben an der mächtigen Kirche nicht vorbei. Die Religion war etwas, worauf die Menschen blickten, an dem sie sich in schweren Zeiten und in Krisen festgehalten haben. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Bibel werfen, dann sehen wir, in der Zeit von Jesus, da gab es auch in Jerusalem ein riesiges und beeindruckendes Gebäude. Es war der jüdische Tempel. Der Tempel, den Herodes der Große prunkvoll hatte umbauen lassen. Er hatte ihn nochmal modernisiert, er hat ihn auch nochmal aufgepimpt, um es mal so zu sagen, um ihn noch prunkvoller zu machen. Es war nicht nur ein einzelnes Gebäude, wie so eine Kirche, es war ein riesiges Areal über der Stadt. Auch Nichtjuden, sie waren von diesem gigantischen Tempel und auch von der jüdischen Religion, die damit ja auch zum Ausdruck kam ein Stück weit, waren sie beeindruckt. Und so kamen auch Menschen aus aller Welt nach Jerusalem zum Tempel, um dort für sich opfern zu lassen. Also, wenn wir in der Bibel lesen, da sehen wir zum Beispiel die Geschichte von dem Kämmerer. Er kam von weit her angereist, nur um dort
zu opfern, am Tempel teilzuhaben, sich dort Schriftrollen zu kaufen, um mit der Religion in Verbindung zu kommen. Aber auch, ja, auch dieser Tempel, er wurde nicht nur für die Religion genutzt. So wie der Dom auch als Prestigeobjekt und als Denkmal für den Kaiser herhalten musste, nutzten auch Menschen den Tempel für ihre eigenen Interessen. Für Herodes natürlich war das auch ein Prestigeobjekt, dass er den Tempel nochmal so hat umbauen lassen. Noch heute erinnern wir uns an seinen Namen, weil er das getan hat. Und auch das brachte ihm natürlich Rückhalt bei den Juden, dass er den Juden diesen Tempel so umgebaut hat, das gab ihm Rückhalt bei ihnen. Aber auch die Händler. Sie bauten ihre Stände direkt im Tempelvorhof auf und sie machten mit dem religiösen Eifer der Menschen richtig gut Kasse. Hieran erkennen wir, dass solche Monumente, oder an diesen Monumenten erkennen wir, wie wichtig Menschen ihre Religion ist. Dass Religion für sie ein wichtiges Fundament in ihrem Leben ist. Menschen, sie gaben und sie geben auch heute immer noch richtig viel Geld und Zeit dafür aus, um zu zeigen, wie groß und wie wichtig ihr Glaube doch ist. Wenn sie sich ein so großes Monument dafür hinstellen und unterhalten. Es ist so ein bisschen so die Hoffnung auch, sich durch diese Leistung und durch diese Opferbereitschaft, sich ihren Glauben zu verdienen. So, ja, das muss irgendwie stabil sein und ja, damit kann ich meinen Glauben irgendwie nach außen zeigen, dass er wirklich echt ist. Sie versuchen es damit, dass ihr Glauben nach außen echt aussieht. Aber ganz ehrlich, bringen uns solche Opfer, solche Monumente Gott wirklich näher? Im Johannesevangelium, da wird uns interessanterweise kurz nach dem Bericht von der Tempelreinigung durch Jesus eine Geschichte von einem Pharisäer erzählt. Also, es war einer aus der Gruppierung der Juden, die sich ganz streng an das Gesetz von Mose gehalten haben. Er war sehr religiös und sie als Gruppierung der Pharisäer, sie erweiterten sogar die Gesetze von Mose noch, um kein Gebot zu übertreten. Sie haben das extra noch mal ein bisschen schärfer gemacht, so bloß die Grenze noch ein bisschen weiter gesetzt, damit man nicht irgendein Gebot am Ende überdreht. Aber sie versuchen aus eigener Kraft das Gesetz zu erfüllen. Sie versuchen Gott zu gefallen. Heute würden wir sie als gesetzlich oder als total regel- und gesetzorientiert bezeichnen. Allerdings fielen sie dabei oft von der anderen Seite des Pferdes. Sie unterdrückten nämlich die Menschen mit ihren Geboten. Das war nicht Gottes Wille. Und Jesus ging eben auch mit kaum einer anderen Gruppe so hart ins Gericht wie mit diesen Pharisäern. Und umso erstaunlicher finde ich es eben, dass ein Pharisäer, sogar einer ihrer Obersten, einer der wichtigsten von ihnen, kurz nachdem Jesus die Händler aus dem Tempel rausgeschmissen hat und ja, es hat so richtig gekracht zwischen den Pharisäern und Jesus, weil er hatte sich das erdreistet, er hatte hier einfach alle mal rausgeschmissen aus dem Tempel, richtig aufgeräumt, da gab es so richtig Stress zwischen Jesus und den Juden. Und gerade das war geschehen und jetzt kommt einer von den Obersten der Pharisäern zu Jesus. Er kommt zu ihm, um mit ihm zu sprechen. Er kommt nicht, um zu sagen, hey, das war ein bisschen übertrieben und lass uns da mal irgendwie. Nein, er kommt aus ganz persönlichen Gründen. Und dieses Gespräch, das hat uns Johannes überliefert. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Es steht in Johannes 3 und ich lese uns die Verse 1 bis 10. Johannes 3, Vers 1 bis 10. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben
bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ja, es war die Zeit des Passafestes. Jesus befand sich in Jerusalem. Und Nikodemus, der hatte das Handeln von Jesus offensichtlich beobachtet. Hat Jesus beobachtet, was er so tut. Und er kam in der Nacht zu Jesus. In der Nacht. Vermutlich, um nicht gesehen zu werden. Er hat die Finsternis gesucht, um nicht entdeckt zu werden. Schließlich war er ja einer ihrer Obersten, einer der Obersten der Juden. Aber es scheint, als müsste er unbedingt mit Jesus reden. Ihm brennt was auf dem Herzen. Er möchte unbedingt mit Jesus reden. Er war eben nicht der Meinung der anderen Obersten und der Pharisäer. Und das wollte er Jesus mitteilen, dass er anderer Meinung ist. Was genau der Grund für den Besuch von Nikodemus war, das wird uns allerdings nicht berichtet. Aber Nikodemus, er beginnt hier das Gespräch, dass er Jesus seine Meinung über ihn und seine Wunder sagt. Er weiß, und er sagt, ich weiß, dass du mit Vollmacht handelst. Denn niemand kann so handeln wie Jesus, außer durch Gott. Das sagt er ihm. Und damit widerspricht er der Meinung der anderen Obersten, die von Jesus, haben noch von ihnen ein Zeichen verlangt, als er im Tempel aufgeräumt hat und gesagt, hey, gib uns ein Zeichen, dass du hier mit Vollmacht handelst. Und Nikodemus sagt, du handelst mit Vollmacht. Jesus reagiert aber auf dieses Lob sozusagen oder diesen Ausdruck der Ehrfurcht von Nikodemus ihm gegenüber, nicht wie man vielleicht erwarten würde. Jesus sagt hier nicht auf einmal, wow, toll, hey, jetzt habe ich einen von den Obersten auf meiner Seite, jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt können wir mal hier richtig loslegen. Oder er lobt Nikodemus nicht und sagt, hey, super Nikodemus, das hast du gut erkannt, jetzt komm, folge mir nach. Nein. Jesus antwortet ganz anders darauf. Er sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. So auf den ersten Blick denkt man so, Moment, das hat doch jetzt eigentlich mit der Aussage von Nikodemus überhaupt gar nichts zu tun. Was soll das? Aber diese Aussage von Jesus hat etwas mit Nikodemus zu tun, mit ihm als Mensch. Nikodemus, er ein religiöser Mensch, ein Pharisäer und Oberster der Juden, in dessen Leben sich alles um den Glauben dreht. Ja, der ständig darauf bedacht ist, Gottes Gebote zu halten. Der sogar entgegen von den ganzen anderen Gelehrten erkannt hat, aus wem Jesus hier handelt. Diesen Nikodemus sagt Jesus, dass ihm das alles nichts bringt. Wer nicht neu geboren wird, der wird das Reich Gottes nicht sehen. Das ist der wichtigste Punkt. Nikodemus versteht nicht so ganz, was Jesus meint, oder er denkt im ersten Moment so ganz menschlich an eine physische Wiedergeburt und erklärt, hey, das ist doch gar nicht möglich. Wie soll denn das gehen? Wie soll bitte ein Mensch zum zweiten Mal geboren werden? Das ist unmöglich. Doch Jesus wiederholt nochmal seine Aussage. Vers 5 und 6 antwortete Jesus nochmal. Ich sag dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Jesus sagt Nikodemus, dass es ohne die Neugeburt oder Wiedergeburt, das ist für mich ein gleicher Begriff, keinen Zutritt zu Gott gibt. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und da gebraucht Jesus ein ganz einfaches Beispiel. Er sagt, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Es geht nicht um eine weitere natürliche Geburt. Weder um ein Wunder, dass ein Mensch noch einmal von seiner Mutter geboren wird. Fände ich auch gar nicht so erstrebenswert. Ich bin so dankbar über jedes meiner Kinder und alle drei Geburten waren was ganz Besonderes. Aber ich war jedes Mal so dankbar, wenn ich mein Kind in Händen gehalten habe. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Nein, darum geht es nicht. Es geht aber auch nicht darum, dass ein Mensch nach dem Tod
wieder als ein anderer Mensch oder ein anderes Lebewesen geboren wird, wie das der Hinduismus zum Beispiel lehrt. Die natürliche Geburt kann immer nur ein natürliches Leben hervorbringen. Und das, von dem Jesus hier spricht, ist aber ein geistliches Leben. Wir müssen also auch geistlich geboren werden, um geistlich zu leben. Und nur diese Neugeburt wird ewig leben und sie hat Zugang zum Reich Gottes. Doch was ist eine Geburt aus Wasser und Geist? Was meint Jesus mit dieser Aussage? Schnell denkt man natürlich bei dem Wasser so, Moment, da haben wir ja so ein tolles Bild, Taufe. Aber ich glaube nicht, dass Jesus damit die Taufe meint. Ich denke, das, was Jesus hier sagt, ist eine direkte Antwort auf die Aussage von Nikodemus in Bezug auf die natürliche Geburt. Wer nicht natürlich geboren wurde, kann auch nicht geistlich neu geboren werden. Wir brauchen also beides. Wir müssen natürlich aus Wasser geboren werden, aber auch später im Geist neu geboren werden. Nur dann haben wir auch ein geistliches, ein ewiges Leben. Diese zwei Geburten spielen dabei eine wichtige Rolle. Beide sind notwendig. Ohne die Neugeburt haben wir zwar ein ganz natürliches, ein fleischliches Leben, aber geistlich sind wir tot. Wir haben dann keinen Zugang zum Reich Gottes. Wir sind dann keine Miterben von Jesus und werden nicht in Ewigkeit vor Gott leben. Wir leben dann zwar als natürliche Menschen und ja, auch dann können wir wirklich nette Zeitgenossen sein. Wir können gute Taten tun, religiös handeln, regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Aber im Blick auf die Ewigkeit gesehen, sind wir tot. Wir brauchen unbedingt diese Neugeburt, in der Gott uns seinen Heiligen Geist als Anzahlung auf das himmlische Erbe in der Ewigkeit gibt. Und dieser Heilige Geist, der wird uns ab diesem Moment der Neugeburt auch anfangen zu prägen. Er wird uns anfangen zu verändern. Wir werden dann nach dieser Neugeburt andere Menschen sein. Wir haben nämlich jetzt die Hoffnung auf die Ewigkeit. Unsere Perspektive als Kinder Gottes, sie verändert sich. Jesus ist mit seiner Antwort aber noch nicht zu Ende. Führt er fort. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt, wohin er geht, das weißt du nicht. So ist es bei jedem, der auch aus dem Geist geboren ist. Nachdem Jesus hier klargemacht hat, warum es die Neugeburt eben geben muss, weil wir eben ohne sie geistlich tot sind, geht er in gewisser Weise auf das ein, wie sie geschieht. Und wir sind erstaunlicherweise bei diesem Prozess passiv. Die Wiedergeburt ist nicht etwas, das ich bewirke oder das ich mache. So wie ein Kind sich nicht entscheidet, dass es jetzt auf einmal geboren werden möchte. Und erst recht entscheidet ein Kind nicht, dass es jetzt entstehen will. Das entscheidet ein Kind nicht. Und so ist es auch beim geistlichen Leben. Die Zeugung, die Geburt, sie geschieht aus Gott. Er ist derjenige, der uns zu neuem Leben beruft. Der uns zeugt und uns neu geboren werden lässt. Wann und wie das geschieht, das vergleicht Jesus hier mit dem Wind. Den kann man zwar hören oder auch spüren, aber woher er kommt, wohin er geht, das können wir nicht wissen. Und deshalb ist auch klar, dass Jesus am Anfang mit dem Wasser nicht die Taufe gemeint haben kann. Das ist klar, denn dann könnten wir ja sagen, okay, genau in dem Moment passiert es. In dem Moment, wo wir getauft werden, werden wir neu. Nein, wir wissen es nicht. Und Jesus sagt es, wir können es auch nicht wissen. Unsere Neugeburt ist etwas, das ganz alleine Gott bewirkt. Aber wie kommt es zu dieser Neugeburt? Wählt Gott einfach willkürlich irgendwelche Menschen aus? Menschen, die vielleicht sogar so gar nichts mit ihm zu tun haben wollen? Nein, auch wenn die Neugeburt etwas ist, das aus Gott heraus geschieht und wir dabei passiv sind, es ist doch ein Prozess. Ich würde sagen, es ist ein gewisses Wachstum, das uns dahin führt. Aber wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass es überhaupt beginnt?
Ich denke, viele von euch werden wissen, wie das Johannesevangelium beginnt. In den berühmten Versen: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Und Vers 14 heißt es: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn besitzt, er, der vom Vater kommt. Hier geht es um Jesus, der von Gott gesandt zu uns Menschen kam und unter uns Menschen lebte. Aber er lebte nicht nur unter uns Menschen, nein, er starb auch für uns. Gott hat die Menschen, Gott hat dich mit sich selbst wieder versöhnt, indem er mit seinem Sohn Jesus Christus für deine Sünde bezahlt hat. Und das, was ich jetzt so kurz zusammengefasst habe, das ist das Evangelium. Es ist die frohe Botschaft. Es gibt wieder Hoffnung, egal was du getan hast, egal wie groß deine Schuld ist. Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, dass du wieder zu ihm kommen kannst. Und das ist auch das, was am Anfang der Neugeburt steht, was am Anfang von diesem Prozess steht, die frohe Botschaft, Gottes Wort. Durch sein Wort wird der Grundstein zur Neugeburt gelegt. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, zu allen Völkern zu gehen und sein Wort weiterzugeben, weil durch sein Wort Menschen gerettet werden und neues Leben entsteht, Menschen neu geboren werden. Das Wort Gottes weckt in uns den Glauben. Ob es die prophetischen Alten Testament in der Zeit vor Jesus waren, die auf ihn hinweisen, oder Jesus selbst, der als der Fleischgewordene das Wort Gottes von den Menschen in seiner Zeit erlebt werden konnte. Oder heute, indem wir das Evangelium in der Bibel haben, das uns von Jesus berichtet. Sein Wort ist es, das uns zum Glauben führt. Jetzt ist aber auch wichtig an der Stelle, Glauben und Neugeburt eben nicht gleichzusetzen und auch in die richtige Reihenfolge zu bringen. Glauben ist eine Folge der Neugeburt. Die Neugeburt ist wiederum die Ursache für den Glauben. In dem Moment, in dem ich zum Glauben komme, in dem Moment, wo ich es verstehe und es festmache, dass Jesus mein Herr ist, dass er für meine Schuld bezahlt hat, dass ich ohne Jesus verloren bin, es ohne Jesus keinen Zugang zu Gott gibt und damit eine Entscheidung für Jesus treffen. In diesem Moment werde ich von neuem geboren, wo dieser Glauben da ist. Der Glaube ist sozusagen die sichtbare Auswirkung der Neugeburt. Jetzt noch eine Stelle aus dem 1. Johannes, im Vers 5, Kapitel 5, Vers 1. Da steht es nämlich: Jeder, der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und hier lesen wir das ganz deutlich. Jeder, der glaubt, ist geboren. Der glaubt, ist geboren. Der Glaube, er steht hier in der Gegenwart. Es ist das, was aktuell da ist. Und die Geburt, sie steht in der vollendeten Gegenwart. Glaube und Neugeburt, sie gehören unbedingt zusammen. Und das sieht man auch in diesem Vers. Und doch ist der Glaube abhängig von der Neugeburt. Dieser Glaube ist das, was wir allgemein als die Entscheidung für Jesus bezeichnen. Dass ein Mensch versteht, dass er Jesus braucht, dass er nur durch Jesus gerettet wird. Er entscheidet sich dafür, Jesus als seinen Erlöser und Herrn anzuerkennen. Wann und wie diese Entscheidung, diese Neugeburt geschieht, das können wir nicht wissen. Das sind völlig, völlig unterschiedliche Situationen. Da kann jeder, glaube ich, seine eigene Geschichte von erzählen. Der eine, der versteht es so mitten in einer Alltagssituation, fällt es ihm auf einmal auf und sagt, ja, nee, ich muss mich für Jesus entscheiden. Ein anderer, der ringt lange, der kämpft mit dieser Entscheidung, weil er grundsätzlich es schon verstanden hat, schon weiß, dass er eigentlich dann eine Entscheidung treffen müsste. Augustinus zum Beispiel, der Kirchenvater, der hat sehr, sehr lange damit gerungen. Er hat damit gekämpft, weil er seine Freiheiten ja dann aufgeben müsste. C.S. Lewis dagegen, den wir ja als Buchautor von zum Beispiel Narnia kennen, der schreibt von sich selber, er hat sich auf einer Busfahrt zum Zoo für Jesus entschieden. Ich stieg aus dem Bus und wusste, dass Jesus mein Herr ist. Das war seine Bekehrungsgeschichte.
Was wir zu dieser Neugeburt beitragen können, ist die Entscheidung zu treffen. Aber auch dann, als Neugeborene, Gottes Wort weitergeben, damit der Glaube auch bei anderen entstehen kann. Das ist dann unsere Aufgabe. Jetzt lasst uns nochmal zurückgehen zu dem Gespräch von Nikodemus und Jesus. Nachdem Jesus ihm zum zweiten Mal geantwortet hat und ihm erklärt hat, dass die Neugeburt nicht, wie er zuerst gedacht hat, etwas Fleischliches, sondern etwas Geistliches ist, bohrt Nikodemus noch einmal nach. Er bohrt nochmal nach und fragt im Vers 9, wie kann denn das geschehen? Er will wissen, wie es zu dieser geistlichen Neugeburt kommt, was man dafür machen muss oder wie es vonstatten geht. Doch, und Jesus antwortet ihm hier mit einer Gegenfrage. Er antwortet ihm wieder anders, wie er vielleicht erwartet hätte. Er antwortet ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Nikodemus, er kannte Gottes Wort. Und doch hat er etwas total Elementares darin nicht verstanden. Er als Lehrer Israels sollte wissen, dass Jesus der Messias, der Erlöser ist, der da direkt vor ihm steht. Aber er weiß es nicht. Der Glaube, er ist noch nicht entstanden. Das Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus geht tatsächlich noch ein bisschen weiter. Und ich habe es aber ganz bewusst nur bis zu dieser Frage gelesen. Denn mich hat diese Frage irgendwie gepackt. Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Nikodemus, er war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, ein Oberster der Juden in Israel. Er kannte das Alte Testament bestimmt besser wie wir alle zusammen. Es war ein tief religiöser Mensch und doch war er geistlich gesehen tot. Ja, es ist möglich, religiös zu sein, religiös zu handeln. Moralische Grundsätze von Jesus ganz toll finden ganz viele Menschen auf dieser Erde, finden die Grundsätze von Jesus ganz toll. Am Standesamt wird immer wieder auch beteuert oder bei sonstigen Vereidigungen heißt es dann immer, so wahr mir Gott helfe. Ich kann ein ganzes Leben führen, das von außen gesehen sehr religiös geprägt ist. Gottes Segen zum Geburtstag wünschen. Alles so, ja, okay. Den Glauben überall in meinem Leben mit reinbringen. Ich kann den Eindruck bei Menschen erwecken, es sei Religion das Wichtigste in meinem Leben. Ja, und es kann sogar für mich das Wichtigste sein. Doch solange ich nicht neugeboren bin, bin ich geistlich tot. Ich habe keinen Zugang zum Reich Gottes. Mein religiöser Eifer, der bringt mir vor Gott überhaupt nichts. Egal, was für ein großes Monument ich meinem Glauben dafür gebaut habe. Egal, wie groß der Dom ist, den ich hinstelle. Und wie viel Geld ich für gute Zwecke und für Gottes Reich spende. Egal, wie gut ich lebe aus eigenem Antrieb. Ohne Neugeburt bin ich geistlich tot. Das ist bestimmt nicht nur ein Problem von den Landeskirchen, bei denen man eben auch schnell an das denkt, so, ah ja, Glaube aus Tradition und so weiter, typisch Landeskirchen. Nein, auch Gemeinden sind natürlich davon nicht sicher. Hier kann es und hier gibt es sicherlich auch Menschen, die nach außen sehr fromm wirken. Und doch ist der eigentliche Antrieb nur die Tradition. Ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Religion ist nicht das, was Gott von uns will. Es geht nicht darum, tausende Gebote einzuhalten oder dieses und jenes zu tun. Jakobs Weg zu Pilgern, um dann am Schluss in den Himmel zu kommen. Wer die Verbindung herstellt, der begeht einen großen Fehler. Es geht um Beziehung. Es geht um Leben. Wenn ich neugeboren bin, bin ich ein Kind Gottes. Gott ist mein Vater. Diese Beziehung zu meinem himmlischen Vater wird mit Sicherheit mein Verhalten beeinflussen. Es ist ganz was anderes als stures Gesetze einhalten aus religiösen Gründen oder Traditionen. Das ist mir heute Morgen auch nochmal so gekommen, so diese Erinnerung auch, diesen Moment, wo meine Kinder geboren sind, wo ich es erstmal auf dem Arm hatte und diese Beziehung entstanden ist. Das ist unglaublich, dieser Moment, dieses Kind im Arm zu halten und ja, es ist mein Kind. In diesem Moment würdest du alles für dieses Kind geben. Du kennst es seit
drei Sekunden und weißt, du willst für dieses Kind sofort dein Leben geben, wenn es sein müsste. Und ähnlich ist es, wenn wir neu geboren werden. Diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater, der uns mit einer unglaublichen großen Liebe lebt, der sogar genau das getan hat. Er hat sein Leben, er hat in Jesus sein Leben gegeben für uns. Darum geht es. Es geht nicht darum, irgendwelche Gesetze zu befolgen. Aber ich möchte auch niemanden Angst machen oder verunsichern, ob jetzt der eigene Glaube vielleicht unecht ist. Dass er vielleicht gar nicht auf dieser persönlichen Beziehung zu Jesus beruht. So, ist mein Glaube denn wirklich echt? Oder bin ich, weil ich hier groß geworden bin, in der Gemeinde lebt, mache ich das nur aus Tradition? Ja, ich möchte zum Nachdenken anregen, aber ich möchte keine Angst machen. Es gibt Punkte in Bibelstellen, die uns sagen, woran wir unsere Neugeburt erkennen. Und ich nenne jetzt hier am Schluss nur noch zwei grundlegende Punkte. Glaube und Liebe. Wenn wir neugeboren sind, dann glauben wir daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir glauben daran, dass wir ewig leben werden. Wir durch Jesus wieder Zugang zu Gott haben. Das heißt nicht, dass dieser Glaube in Krisenzeiten auch mal schwerfällt oder ins Wanken gerät. Das kann durchaus sein, dass dieser Glaube auch mal herausgefordert wird. Doch im Grunde ist dieser Glaube, diese Überzeugung in unserem Herzen da. Und das Zweite, woran wir erkennen, dass wir neugeboren sind, ist die Liebe. Gott verändert uns in unserer Neugeburt. Ja, Gott verändert uns in unserer Neugeburt. Wir werden wirklich neu und er gibt uns seinen Heiligen Geist. Und dadurch verändert sich alles. Wir können die Sünde nicht mehr lieben. Uns gefällt das Böse nicht mehr. Wir lieben die Gerechtigkeit und wir lieben auch unseren Nächsten. Was nicht bedeutet, dass es uns vielleicht auch schwerfällt, zu lieben. Dass es eine Herausforderung ist, unseren Nächsten zu lieben. Das heißt es nicht, dass das nicht doch aus durchaus schwerfällt. Weil wir leben immer noch ja auch in unserer sündigen Natur. Aber es ist dieses neue Leben, es ist da. In Gott. Und der Heilige Geist, der in uns wirkt, der hilft uns, unsere sündige Natur auch zu überwinden. Ja, ob Nikodemus es am Schluss verstanden hat, das wissen wir nicht. Johannes berichtet uns noch zweimal von Nikodemus. Jesus hat ihn auf jeden Fall weiter fasziniert. Jesus hat ihn beeindruckt. Aber ob er wirklich diese Entscheidung für Jesus getroffen hat, das wissen wir nicht. Diese Entscheidung ist die wichtigste Entscheidung für jeden Menschen. Und ich wünsche mir, dass jeder, der heute hier ist, genau diese Entscheidung auch getroffen hat. Dass jeder wirklich diese persönliche Beziehung zu Jesus hat. Es geht um Beziehung. Ich wünsche mir, dass niemand hierher kommt aus Tradition oder aus religiösem Interesse. Wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast oder dir nicht sicher bist, Jesus ruft dich. Du kannst einfach zu jeder Zeit zu ihm kommen und du kannst mit ihm reden. Er ist immer da und ich will dir Mut machen, egal wie du dich ausdrückst, egal welche Worte du gebrauchst, er wird dich verstehen. Nutze die Chance und mach deine Entscheidung für Jesus fest. Lass Jesus dein Fundament für dein Leben werden. Er ist derjenige, der dir Halt geben will. Nein, es geht hier nicht um irgendwelche toten Monumente, die wir bauen. Die vielleicht noch so beeindruckend sind. Noch so viel Eindruck bei Menschen bewegen. Darum geht es nicht. Dass Menschen vielleicht noch in vielen hundert Jahren über uns reden, weil wir sowas Tolles für unseren Glauben gebaut haben. Nein, es geht um viel, viel mehr. Es geht um echten. Es geht um lebendigen Glauben. Es geht um Beziehung. Jesus will dir Halt in deinem Leben geben. Ja, auch wenn du auch neugeboren bist, du wirst auch weiter Angst haben. Du wirst Angst erleben. Das ist menschlich. Aber du hast jemanden, bei dem du deine Sorgen abgeben kannst. Du hast eine lebendige Beziehung zu Jesus. Wisst ihr, was er uns in Johannes 16, Vers 33 versprochen hat? Da sagt er, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das möchte ich dir zusprechen, das darfst du wissen, wenn du zu Jesus gehörst. Egal, was die nächsten Tage
in den nächsten Wochen so bringen werden. Jesus ist an deiner Seite und du darfst dich auf ihn verlassen. Er ist da. Er wird dich halten. Die Grundlage dafür ist, dass du von Neuem geboren bist. Und wenn du das noch nicht getan hast, Jesus ruft dich. Lass dich von Neuem geboren werden.